Moin, mein Name ist Alvo, ich bin im benachbarten Wald unterwegs und heute bin ich auf einer kleinen Bushcraft-Tour unterwegs. Wir kochen eine Runde zusammen, es gibt was Leckeres und wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Tja, wie du siehst, ich bin auf einer kleinen Wandertour unterwegs, ja, wie immer nur im benachbarten Wald, ohne Übernachtung heute, ja. Ich habe zwar ein paar Sachen vor, aber ich habe heute keine Zeit, um draußen zu schlafen leider und das Wochenende ist auch schon belegt. Ich habe wieder alles dabei, was ich brauche, ja, unter anderem natürlich Teezeug, wir machen wieder eine Totally Tasty Tea Time Tour, ja, zumindest ein bisschen. Ich werde ein bisschen was kochen, endlich mal wieder draußen kochen, ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich für euch auf Bushcraft Tour draußen gekocht habe, aber manchmal ergibt sich das halt einfach nicht. Samba ist auch wieder mit dabei, so wie immer. Der turnt hier überall rum, erkundet alles. Ist einfach mega unterhaltend, einem Hund zuzugucken, wie er alles erforscht und so weiter. Also, das könnte ich stundenlang machen. Tja, Freunde, wir stapfen mit riesen Schritten auf den Herbst zu. Jetzt so temperaturentechnisch jetzt gerade zum Beispiel nicht. Wir haben 22 Grad, also eigentlich noch alles in Ordnung. Aber wir hatten zum Beispiel letzten Tag, da hatten wir nur 7 Grad. Also ich muss sagen, das ist, finde ich, schon Herbst. Ja, und das hat man auch direkt gemerkt. Also die Temperatur ist man ja jetzt nicht mehr gewöhnt. Ich bin eigentlich, ja, man kann es so sagen, ne, 3/4 mindestens der Zeit über den Sommer, die ich draußen unterwegs war, die bin ich barfuß rumgelaufen. Ja, teilweise nur mit einer Hose, ohne was an Oberbekleidung oder so. Das ist schon schön gewesen, ist problematisch auch, weil natürlich eine Dürre war. Ja, also man hat es am Rasen bei uns vorm Haus gemerkt und natürlich Waldbrandgefahr ohne Ende. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber bei relativ mir in der Nähe auch noch hat die Bundeswehr es tatsächlich geschafft, mit Raketentests ein Moor in Brand zu setzen. Und das brennt jetzt seit 3 Wochen, glaube ich, brennt das weiter und sie kriegen es nicht gelöscht. Und jetzt mal Butter bei die Fische, ja. Ich würde echt gerne mal den zuständigen Soldaten, Entscheider da, ja, irgendwie sprechen, der sich entschieden hat, in einem Hochsommer mit Dürre Raketentests zu machen, ne? Also man kann natürlich nicht erwarten, dass die Raketen auch funktionieren von der deutschen Bundeswehr, das kennt man ja so, aber wer kommt denn auf so eine bescheuerte Idee? Jetzt mal ganz, also mal ab von Protokollen und was weiß ich. Und das Geilste ist ja auch noch, die haben zwar 2 Löschfahrzeuge, das eine ist aber wohl kaputt gegangen, auf dem Weg dahin oder so, und das andere ist gerade zur Reparatur, also können sie keins benutzen. Also ich muss sagen, das ist wieder so eine Sache, ne? Und dann geht ja auch noch gerade das ab im Hambacher Forst. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ne? RWE will für die Braunkohleförderung den Hambacher Forst ab, ja, komplett, glaube ich, mittlerweile roden. Und jetzt haben sich da Aktivisten Baumhäuser gebaut, ja, um sozusagen friedlich, mehr oder weniger. Ich bin nicht ganz im Bilde. Es wird auch teilweise behauptet, die würden gegen Polizisten vorgehen. Gegen Polizisten, die mit SWAT geschützt sind, vorgehen, würde ich immer gerne, ja, wie sagt man, also wenn ich einen Ast auf einen Panzer schmeiße, dann ist das auch kein Vorgehen. Aber wie gesagt, ich bin da nicht vollständig im Bilde und kann dazu nichts so richtig sagen. Was ich allerdings weiß, ist, dass wohl ein Journalist gestorben ist. Der ist runtergefallen aus mehreren Metern Höhe. Und jetzt ist die Frage, wer schuld ist. Es wird behauptet, die Polizei hätte währenddessen weiter geräumt, während er da oben war. Ist alles noch ein bisschen unklar. Aber was auf jeden Fall festzuhalten ist, ist ein riesiges politisches Minenfeld. Und ich denke, wir sind alle darüber einig, dass ja, für Braunkohle Wälder abholzen nicht unbedingt das ist, was man sich als Naturfreund so wünscht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zu meinem kleinen Platz, spann mich ein bisschen, kochen, Tee trinken, mit Sam rumhängen und du bist herzlich eingeladen. Die Hängematte ist gespannt, der Wind pfeift mir durch die Haare und jetzt gehe ich erstmal ein bisschen Brennholz für meinen Hobo suchen.
Jetzt, wo der Hobo an ist, was machen wir uns denn heute überhaupt? Ich habe mal wieder Bock auf Nudelgericht, deshalb habe ich mir ein paar Fusilli-Nudeln eingepackt. Ja, die kennt ihr vielleicht auch als Spiralnudeln oder so. Dazu ein paar Rostbratwürstchen. Und in dieser kleinen Flasche hier habe ich mir was zusammengemischt. Da ist unter anderem Bratensoßenansatz drin, ein bisschen Chili und noch ein paar verschiedene Kräuter, die ich selber anbaue. Sehr lecker. Müsst ihr mal ausprobieren, euch sowas selber zusammenzustellen und einfach in so ein kleines, ja, Döschen oder Fläschchen zu packen, um das mitzunehmen, weil so kann man es dann auch deutlich besser portionieren. Und jetzt setze ich erstmal, wo das Feuer schon langsam ordentlich anfängt, das Wasser auf, damit wir die Nudeln kochen können. Wenn wir jetzt darauf warten, dass das Wasser ordentlich kocht, haben wir natürlich Zeit, ein bisschen zu quatschen. Ja, Nudeln aufkochen dauert draußen immer ein bisschen länger, das muss man einfach so sagen. Ja. Auf der letzten Tour habt ihr ja schon gesehen, ich hatte eine relativ große Schüssel tatsächlich angefangen zu schnitzen. Und die ist mittlerweile auch fertig geworden und die hatte ich jetzt auf dem ersten Mittelaltermarkt tatsächlich dabei. Heute hat sie nicht mehr in den Rucksack so richtig reingepasst, weil das ist ja echt ein riesiges Monstrum. Aber wie gesagt, mit dem Hohlbeitel alles ausgeholt, später dann nochmal ein bisschen nachgeschnitzt mit einem kleinen Schälmesser, dann nochmal mit Schleifpapier rüber und dann habe ich Leinsamenöl benutzt, das ich tatsächlich aus dem Marktkauf bei mir in der Nähe relativ günstig bekommen habe. Ich glaube, 1 Euro hat es gekostet. Sam, hör auf damit in meine Richtung. Der hat angefangen zu graben und der hat noch nicht gecheckt, dass wenn er nach hinten gräbt, er damit alle mit Dreck voll probbelt. Naja, egal. Wie gesagt, die Schale funktioniert gut, sie ist jetzt imprägniert mit Leinsamenöl. Ich habe ein paar Mal jetzt draus gegessen auf dem Markt und ich blende euch noch ein paar Bilder davon jetzt ein, wie sie jetzt geworden ist. Ich muss sagen, ist eine hübsche Schale geworden, ich werde sie aber so mit Handkraft bestimmt nicht nochmal machen. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen geguckt nach so Aufsätzen für eine Bohrmaschine zum Rausfräsen. Und das ist immer ein bisschen so eine Sache, es kommt natürlich auf Kraftdauer und Härte des Holzes, aber ich werde da mal ein bisschen was ausprobieren und euch dann ein bisschen Feedback zurückgeben. Und jetzt, wo die Nudeln fertig sind, geben wir ein bisschen von der Gewürzmischung dazu und kochen das Ganze gleich einfach mit auf. Das spart uns ein bisschen Wasser, ja. Und jetzt, wo die Soße etwas angedickt ist, geben wir noch die Würstchen dazu. Eigentlich wollte ich die Nudeln erst fertig kochen, dann auf dem Teller separat tun, die Soße extra machen, die Würste nochmal anbraten und so weiter und so fort. Aber allein diese Nudeln jetzt aufzukochen auf einem Hobo, ja, im Wald, das hat jetzt so mega lang gedauert. Ja. Das nächste Mal nehme ich wieder einfach vorgekochte Nudeln oder Spätzle oder sowas. Aber Fusilli komplett durchkochen, das ist... Das hat jetzt mega Zeit gekostet. Deshalb machen wir es einfach alles in einem Topf. Sonst nicht weiter stören. Ich habe langsam mega Hunger einfach. So, unser kleines Zwischendurchmahl ist fertig. Wir probieren mal ein bisschen. Oh, Sam will auch probieren. Eieieiei. Ja, ja, du kriegst gleich was. Alles gut. Ich will ehrlich mit euch sein, Leute. Ich habe schon mal besser gekocht. Das hat heute nicht so gut geklappt. Ich bin immer ein bisschen im Experimentieren. Ich gucke mir das nie so ganz genau an, was ich da eigentlich kochen will. Ja, ich nehme einfach immer Sachen mit und dann oftmals wird das was. Und dieses Mal, naja, aber es reicht, um satt zu werden. Tja, dann hoffe ich mal, dass der Tee ein bisschen besser wird, weil das Essen, naja, der Hunger hat es reingetrieben. Diesmal haben wir auf unserer Totally Tasty Tea Time Tour Erdbeertee und wieder ein bisschen Candies dabei. Und ich werde gleich erstmal den leckeren Tee genießen als kleine Auszeit für das misslückte Mittagessen. Während der Tee ein bisschen vor sich hinzieht, können wir ja noch mal ein bisschen miteinander schnacken. Ne? Ich muss sagen, ich bin dieses Jahr sehr, sehr wenig gewandert. Also bis März habe ich ja noch Heidschnuckenweg gemacht, bin noch nicht ganz fertig geworden, möchte jetzt demnächst die letzten 90 Kilometer mal abschließen. Aber so über den Sommer habe ich
nichts an größeren Wandertouren hinbekommen mit Übernachtung und so. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen war das natürlich ein Rekordsommer, also so heiß und so trocken, dass, Halleluja, also ich fand den Sommer an sich gut, aber zum Wandern war mir das ein bisschen zu viel oftmals. Und ich muss auch einfach sagen, ich hatte damit ein Mittelalter von Ende April und da bin ich auch noch umgezogen, ja, bis jetzt gut zu tun. Wir hatten erst letztes Wochenende den letzten Mittelaltermarkt für diese Saison. Wie gesagt, wenn es die Zeit zulässt, werde ich wieder ein bisschen mehr wandern gehen. Ja. Ich werde natürlich versuchen, den Heidschnuckenweg fertig zu machen, sozusagen Sam, ja, mal ein bisschen ans Wandern ranzuführen. Also jetzt bezogen natürlich auf mehr Tagestouren mit mehr Kilometer. So, dann gucken wir mal, wie der Tee geworden ist. Ja, ich muss sagen, also nochmal Pro-Tipp an dieser Stelle, mit Candieszucker wird jeder, selbst der Supermarkt-Tee, deutlich besser. Obwohl ich auch sagen muss, wir haben bei uns in der Altstadt einen richtigen Teehändler mit Aufguss und so weiter. Ich werde mal gucken, ob ich da nicht so ein bisschen richtig guten Tee einkaufe und dann vielleicht so ein kleines Sieb mitnehme oder so. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich hoffe, die kleine Buschkrafttour hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Buschkrafttouren. Einfach mal durchklicken für ein paar weitere Videos. Hier unten auf dem Button kannst du mich wie immer abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Dann verpasst du auch keine folgenden Videos. Wir sehen uns dann bei den nächsten. Bis dahin. Tschüss, tschüss.